Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich so Inseln und Orte betrete, die für viele so einen Traum darstellen. So, ach, irgendwann würde ich mal gerne und ich würde gerne mal auf die Insel und ach, auf den Azoren wohnen und bla 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 bla. Und es ist halt so viel leeres Gerede ist da immer dabei, gepaart mit tausend Ausreden. Dabei ist das Auswandern an sich, wenn man das wirklich will, ist nicht so ein großes Problem. Ich glaube, diese komischen Serien, die früher so auf Kabel 1 liefen, so die Auswanderer, die haben die ganze Menschheit desillusioniert, zumindest die Deutsche. Weil eigentlich ist es nicht so schwierig. Bloß man darf es halt nicht alles auf eine Karte setzen und ohne Geld denken, man kann irgendwie in 5 Minuten mit einer Würstchenbude sich einen Arzt verdienen und seinen ganzen Reichtum an Besitztümern irgendwie ein Riesenhaus verfrachten, das man halt auf Pump gekauft hat oder so und ist dann überrascht, dass das nicht funktioniert. Aber wenn man einfach mal minimalisiert und überhaupt nichts hat und einfach ein paar tausend Euro erspart ist, dann kommt man einfach hier hin, sucht sich einen Job und fängt dann an hier zu leben. Das ist nicht so ein Teufelswerk, was sich viele immer darunter vorstellen. Ich bin tausendmal umgezogen, ich habe tausendmal ausgewandert mittlerweile, weil ich bin ja nicht gereist. Ich war einfach ein paar Monate an einem Ort, habe einen Job gefunden, habe ein Auto gehabt an ein paar Orten, so Australien, Neuseeland. Und dann, nach 5 Monaten hatte ich keinen Bock mehr, habe gekündigt, habe meine Wohnung aufgegeben oder was ich auch immer hatte und bin dann weitergezogen. Ich bin halt irgendwie in den letzten 6 Jahren einfach 10-mal ausgewandert im Endeffekt. Ich hätte überall bleiben können. Ich hätte überall bleiben können, weil die ganzen Jobs und sowas, die hätten mich auch gesponsert, die hätten mir auch was, so einen Vertrag gemacht, dass ich da bleiben kann, dass ich mein Visum verlängern kann und so Sachen. Und es kostet alles nichts. Man braucht keine 50, 100.000 Euro, um irgendwo auszuwandern. Jetzt kommt wieder Wind. Das Einzige, was man braucht, ist, man muss sich von seinen ganzen, von seinem Komfort und seinen Sicherheiten zu einem gewissen Sinne trennen. Wobei ich finde, es ist viel sicherer, wenn man einfach nur einen Rucksack hat und mit dem durch die Welt zieht, als wenn man so einen Klumbatsch an Besitztum hat und ein Auto und ein Dings was und eine Wohnung, die alle Rechnungen kosten. Und die einem dann im Endeffekt halt in einem Monat einfach die Tasche leer ziehen, wenn man den Job verliert. Ist das Sicherheit? Weiß ich nicht. Und die Freundin, mit der ich hier eben wohne, oder mit der ich hier hingekommen bin, die mich gefragt hat, ob ich bei ihr halt mal wohnen und aushelfen will, mit ihrem Projekt, mit ihrem Grundstück, die kennt hier auch einige Auswanderer, die einfach alle aus Europa kommen. Es wollen auch viele Portugiesen, die hier geboren worden sind, wollen doch gar nicht hierbleiben. Junge Leute ziehen aufs Festland, die ziehen nach Lissabon. Und es werden Fachkräfte gesucht oder so. Es werden aber auch ganz normale Arbeiter gesucht. Überall. Man findet überall einfach einen Job. Ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist und dass es in einem Monat funktioniert. Aber wer es nicht wagt, wird es auch nicht passieren. Wenn ich zum Beispiel nicht einfach auf meine Reise gestartet wäre, ohne zu wissen, wo ich hingehe, dann auf diese Farm gehe, ohne zu wissen, wie es weitergeht, hätte ich die Freundin, mit der ich jetzt hier bin, niemals kennengelernt. Das heißt, man muss Schritte wagen, um dann eben auch zu dem Punkt zu kommen, dass das, was passiert, was man will, dass man seinem Traum eben entgegenläuft. Weil wer nur zu Hause sitzt und sich irgendwie über den Steuersatz beschwert und darüber, dass ach, der Nachbar leistet sich schon wieder einen Urlaub, davon wird man nicht plötzlich auf eine Insel abkommandiert. Davon wird nicht der Traum finanziert. Man muss schon Schritte wagen, die einen in diese Richtung führen, dafür, dass man dann auch so weiterhin überhaupt sich die Möglichkeiten eröffnet, dass man irgendwo leben kann. Ich sage auch nicht, dass man irgendwo glücklicher ist als woanders. Deswegen ist ja die innere Arbeit so wichtig. Aber natürlich ist die Umstände zu ändern, ist einfach Spaß an der Freude. Einfach was Neues zu entdecken, Neues zu lernen und einfach Erfahrungen zu machen und dabei zu merken, ob man vielleicht dahin will, ob man da weiterleben will, vielleicht auch wieder zurück. Ist dann ja alles möglich. Aber man muss irgendwie eben wagen, man muss ja irgendwo immer anfangen. Und ja, die Freundin hier, jetzt wollte ich eigentlich erzählen, die kennt ein paar deutsche Auswanderer. Die einen haben auf einer Insel hier, nicht jetzt auf der, wo ich bin, aber auf der, wo wir hingehen, auf Flores,
haben die ein Restaurant eröffnet. Die kennt einen Künstler, einen Schreiber auf der Insel und die kennt so verschiedene Charaktere, die das einfach gemacht haben. Die sind einfach umgezogen. Und die kennt auch Spanier und die kennt auch Portugiesen und sie selbst ist einfach mit einem Studienprogramm hingegangen, hat sich dann danach auch so einen Job gesucht und dann so Events organisiert damals. Und dann plötzlich kam jemand und hat gesagt, so, ey, ich habe ein Grundstück hier, willst du das nicht kaufen? Ich will mich da nicht mehr drum kümmern. Für super günstig, spottbillig. Und sowas passiert aber nicht, wenn man zu Hause auf seinem Arsch sitzt und sich über sein Leben beschwert. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, und es gibt halt diese Leute, die haben das einfach gemacht. Und es geht jetzt gar nicht darum, einem anderen, also Träume von anderen Leuten zu folgen. Wenn es nicht dein Traum ist, ist ja voll okay. Dann bleib, also dann sei zufrieden da, wo du bist. Ist ja völlig in Ordnung. Muss ja niemand irgendwo anders hin. Aber es gibt halt so viele, die labern und suchen nur irgendwie halt Entschuldigungen dafür, dass sich nichts in ihrem Leben ändert. Und Covid ist auch für mich, ist es nur ein weiteres Symptom von vielen in dieser Welt, die sich irgendwie zugrunde wirtschaftet. Und Covid ist ein Symptom. Und für viele wird es jetzt die neue Ausrede. Ja, geht ja gerade nicht. Es geht. Wenn du was willst, dann geht es. Dann macht man das möglich. Es ist unbequemer. Man muss halt so Tests machen. Und ich finde jetzt auch für irgendwie eine Woche Urlaub muss man jetzt nicht durch die Gegend fliegen und so. Das macht halt dann keinen Sinn. Und es ist auch viel zu viel Aufwand mit diesen ganzen Tests. Aber wenn du sagst, so, du fühlst dich danach, du willst so unbedingt jetzt irgendeine Erfahrung machen, du willst jetzt in ein Land, du willst jetzt was Neues ausprobieren, dann mach es möglich. Es geht, dann mach es einfach möglich. Und man kann auf die Fresse fliegen, natürlich. Aber dann hat man es wenigstens gewagt. Dann sitzt man nicht sein ganzes Leben zu Hause und beschwert sich über die Leute, die das machen. Und sagt so, ja, die können das ja, aber ich kann ja nicht, weil ich habe ja kein Geld. So, die Freundin hier, die kommt aus Spanien, da verdient man weniger als wir in Deutschland. Und die kam irgendwie, hatte mit ein paar hundert Euro, ist die vor 10 Jahren in die Schweiz gegangen und hat gesagt, die ist mit 200 Euro oder sowas ausgewandert. Hat dann gesagt, ich will Arbeit finden. Dann hat die Arbeit gefunden und war irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr in der Schweiz angestellt, hat dabei Geld angespart und ist dann wieder gereist. So, Geld ergibt sich, wenn man Schritte wagt. So, es gibt Möglichkeiten. Und die hat ohne Erfahrung auf einem Weingut zigtausend Euro dann angespart in der Schweiz. Warum nicht? Wenn es darum geht, Erfahrungen zu machen, ist alles möglich, ist alles erlaubt. Ja, und so schön ist das hier. Ein bisschen misty, also bedeckt, aber schön mystisch. Peace. Und nochmal, um das klar zu sagen, nur so, ich sage jetzt nicht, dass jeder irgendwie wild in der Gegend rumreisen soll und irgendwie gegen Corona-Vorschriften oder was auch immer verstoßen soll, sage ich überhaupt nicht. Ich für meinen Teil, ich denke einfach, das Leben geht ganz normal weiter in einem gewissen Sinne. So, die Erde dreht sich weiter. So die Natur spielt so ihr Ding, macht so ihr Ding und das Leben geht einfach weiter. Neue Vorschriften, muss man halt neue Sachen beachten, aber es ist alles in einer gewissen Weise möglich. Die physische Welt oder so, die hat sich ja nicht verändert, nicht wirklich. Es ist immer noch einfach eine Grenze, ist immer noch nur ein Konstrukt also gesellschaftliches Konstrukt, Ländergrenzen. Wenn du einfach über dieses Stück Land gehst, wenn die halt gerade keine Mauer dahin gebaut haben, dann ist es einfach was im Kopf, das existiert ja nicht wirklich. Ich meine nur, es ist weiterhin Sachen, es sind noch Sachen möglich. Und ich denke eher, es ist gut, diese Zeit jetzt vielleicht zu nutzen, wenn man merkt, dass einem diese Systeme oder was auch immer nicht so liegt, um zu reflektieren, was will man wirklich, wie will man leben, was will man sich für ein Leben aufbauen, wie sieht der perfekte Tag aus für einen, wenn man weiterhin sein Leben irgendwie lebt. Wie will man arbeiten? Wo will man sein? Mit wem will man da sein? So zu reflektieren und dann eben zu überlegen, okay, wie mache ich das möglich?
Nicht jetzt irgendwie wild in der Gegend rumreisen und irgendwie jede Vorschrift so verbiegen, dass man Hauptsache viele Länder sehen kann. Irgend so ein Scheiß. Nein, meine ich gar nicht. Sondern wie willst du leben und dann Schritte unternehmen und das langsam dich in diese Richtung bewegen. Weil dann wird auch, ich drehe mich mal um, da ist die Sonne, dann wird man das auch möglich machen können. Und darum geht es mir eigentlich so. Die Reflexion und dieses, was willst du wirklich und das dann möglich machen. Und wenn das eben jetzt noch nicht geht, wenn das auch jetzt wegen den ganzen Vorschriften vielleicht jetzt noch nicht geht, aber dann trotzdem zu gucken, will ich vielleicht für irgendwas sparen, will ich für einen Wandel, für eine Veränderung was sparen oder eben mein Leben so wandeln, dass ich mir diese Steps möglich mache. Und ja, vielleicht ist es erst in ein paar Monaten möglich, vielleicht erst wieder nächstes Jahr, aber dann eben bereit zu sein und nicht sich jetzt eben darin so suhlen in diesem alles ist Kacke, Corona macht alles unmöglich. So ist es nämlich nicht. Ich sag nicht, reiß wie ein Irrer durch die Gegend. Ich sag einfach, wenn man was wirklich will, wenn man wirklich eine Veränderung in seinem Leben will, dann kann man darauf hinarbeiten und dann kann man sich das möglich machen. Hi, ich bin's nochmal. Erstmal danke dafür, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Und wenn dir es gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren und mir einen Daumen nach oben da lassen. Und um mich zu unterstützen, gerne das Video teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.